schöner, starker Tag. Heute fliegen alle Enterhaken. Heute stelle ich nur die richtigen Fragen. Heute bin ich an der Quelle meiner Kraft. Schöner, starker Tag, an dem ich alles schaff. Mein Freund, doch wenn die Jahre vergehen, kommt der Tag, weiß ich, kommt an dem Tag, wir uns wiedersehen. Weiß ich, es kommt der Tag, wo wir uns im Paradies wiedersehen. Kerze an, mein Freund, guck, ich denk an dich. So viele Jahre sind vergangen, doch ich vergesse dich nicht. Ich vergesse nicht diesen Augenblick, als wir von der Party kamen und dann dieser Messerstich. Ich versteh's nicht. Dennis und Maurice. Im Gefängnis sind sie beste Freunde geworden. Jede freie Minute verbringen sie mit Texten und Rappen. Es kommt der Tag, wo wir uns im Paradies wiedersehen. Bei uns ist das Witzige, dass ich auch ohne Vater aufgewachsen bin. Also wir haben eine sehr identische irgendwie Geschichte. Meine Tat war mit einer Pistole, seine war mit einem Totenschläger, glaube ich. Wir haben auch dieselbe Tat gemacht. So. Und dann begegnet man sich hier im Gefängnis und hat so eine identische Geschichte miteinander. So, das war dann schon wie Schicksal so. Wir sind so, wir albern ein bisschen rum, dies, das. So macht das alles ein bisschen angenehmer hier. Ne? Also, ich sehe da jetzt keinen Sinn, dass ich den ganzen Tag in meiner Zelle sitze und trauere und mir Vorwürfe mache, warum habe ich das getan, dies, das. Also man hat einen Fehler begangen, okay, man büßt dafür, ich sitze meine Zeit dafür ab. Über 300 Gefangene. Keiner ist bei Haftantritt älter als 24. Die Justizvollzugsanstalt Vechta in Niedersachsen ist ein besonderer Ort. Nur für Jungtäter, so nennen die Behörden sie. Keine Jugendlichen mehr, aber auch noch keine Erwachsenen. Also ich hatte eigentlich ein Bombenleben gehabt. Wir haben auf dem Land gewohnt, auf dem Dorf, hatten ein Riesenhaus gehabt, hatten einen Riesenhof gehabt. Hatte eigentlich eine relativ coole, aber langweilige Kindheit gehabt. Ich habe in der Schule gemerkt, als ich mich das erste Mal geprügelt habe, dass auf einmal so viele Leute auf einmal Paul kennen. Und ja, auf einmal hast du so viele Freunde. Ja, und dann habe ich immer weiter so gemacht, immer weiter, weil ich gedacht habe, nur so funktioniert es irgendwie in diesen Kreisen. Nur so wirst du anerkannt, ne? Und so hörst du dazu. Ja. Totaler Schwachsinn, total bekloppt. Paul ist als Jugendlicher von zu Hause weggelaufen, aus dem Dorf in die Großstadt. Er wollte in Berlin was erleben und endete bei Drogen und Schlägereien. Ich hätte eine strenge Handhabe. Also eigentlich hatte ich ja welche, ne? Also Eltern eigentlich. Aber als ich dann abgehauen bin, war niemand mehr so wirklich da, der mal gesagt hat, hey Paul, jetzt reiß dich mal zusammen und krieg mal dein Leben im Griff, ne? Das erfüllt jetzt der Knast, diese Aufgabe. Therapiestunden, Schule und Ausbildung nachholen, klare Strukturen. Das ist das, was die JVA Vechta den jungen Gefangenen anbietet. Also ich kann mich hier über nichts beschweren eigentlich. Außer, dass die Mauern da sind. Das ist das einzige Problem. Das finde ich jetzt ein ziemlich großes Problem, ehrlich gesagt. Ja, aber ich bin jetzt auch schon 15 Monate hier und irgendwann, ja, sieht man die nicht, will ich jetzt auch nicht sagen, aber man denkt gar nicht so sehr groß daran. Seit 27 Jahren arbeitet Anstaltsleiter Rainer Karsten mit jungen Straftätern. Das Gefängnis verändert die Menschen. Das Gefängnis bringt die Gefangenen dazu, nachzudenken über ihr Leben, was sie bisher geführt haben und über ihr Leben, was sie führen möchten. Es ist eine Auszeit für alle Menschen in ihrer kriminellen Karriere.
Dennis hat diese Auszeit genutzt. Hier ist B, Flüge. Hier ist B. Er hat seinen Realschulabschluss nachgeholt und ist jetzt für die 3 Mahlzeiten am Tag zuständig. Die verantwortungsvollste Arbeit im Gefängnis. Darauf ist er ziemlich stolz. Ich denke schon, dass das Gefängnis funktioniert. Es wirkt nicht bei allen, aber bei manchen schon. Bei manchen wirkt das schon, würde ich mal so sagen. Und bei dir? Jetzt ein wenig gewirkt, auch ein wenig gewirkt. Es ist halt ein, ich sag mal, ein blöder Ort. Man hat keine Freiheit und so. Da muss man sein Leben noch mal überdenken. Das war eine schwierige Zeit, als ich den ersten Brief geschrieben habe an meine Familie. Hat ewig gedauert, bis ich den geschrieben habe. Ne? Viele Leute, Pastoren und Sozialbeamte, die haben immer darauf gedrängt, dass ich das mal machen soll. Ne? Dass meine Familie zumindest weiß, dass ich noch lebe, dass es mir gut geht. Wir hatten auch lange davor dann keinen Kontakt mehr gehabt. Und auf einmal melde ich mich mit der Nachricht, dass ich im Knast sitze und jemanden umgebracht habe. Und als ich den dann losgeschickt habe, da ging natürlich die Gedanken los. Was passiert? Was wird passieren? Werden sie mich abstoßen? Werden sie mir verzeihen? Was wird passieren? Ne? Aber danke, dass ich so eine geile Familie habe, dass sie gesagt haben, hey, wir können nicht tolerieren, was du getan hast, aber wir werden hinter dir stehen, wir werden das Bestmögliche tun, dass das alles wieder gerade gebogen wird. Ne? Tja. Dann sind mir natürlich auch ein paar Tränen gelaufen. Ne? War ein guter Moment gewesen. Wenig Ablenkung und viel Zeit nachzudenken. Gerade in den Momenten, in denen die Gefangenen alleine sind, spüren sie die Konsequenz ihrer Tat, den Freiheitsentzug. Es war schwierig am Anfang, weil so viele Sachen durch den Kopf gehen. Weil man weiß, jetzt sind so viele Jahre gehen drauf, nur wegen einem kleinen Fehler, den man gemacht hat. Also klein, okay, relativ, aber... Was war denn der kleine Fehler? Ja, also ich habe einen Menschen fast zu Tode geschlagen. Und das ist halt, das sind Bilder, die ziehen durch den Kopf am Anfang. Die muss man erstmal verarbeiten. Für mich das Schmerzhafteste an dieser ganzen Sache und was mich auch am meisten getroffen hat, ist, dass ich nicht gesehen habe, wie mein Kind groß wird. Nicht gesehen habe, wie sie anfängt zu sprechen und anfängt zu laufen und sowas. Das ist das, wo ich am meisten drüber nachdenke. Weiß sie denn, wo du bist? Nein. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt weiß, dass es mich gibt. Masse, Kraft, Muskeln drauf schaffen. Maurice und Paul machen jeden Tag Sport. Auch um Aggressionen wegzudrücken, sich nicht mehr an die Bilder der Tat erinnern zu müssen. Was ist das für ein Gefühl? Jemanden umgebracht zu haben? Ja, weiß nicht. Die Frage habe ich mir selber noch nie gestellt. So, welche Gefühle hatte ich oder habe ich? Ja, ist scheiße irgendwie, ne? Du hast jemanden einfach so aus Leben gerissen, ne? Du hast eine Familie zerstört. Ich würde es auch gern wieder gut machen, aber geht nicht. Ist das wie ein Rausch? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, du merkst gar nicht. Also du fängst an und... Du weißt, ich will kein Zurück mehr. Was du jetzt hier machst, das ist aus, finito. Ne? Also, du merkst ja, du bist so sauer, du hast nur noch den Drang, irgendwie den Tod zu sehen. Und du haust da so lange rein, du stehst so lange auf ihn ein, bis du wirklich sicher bist, dass er tot ist. Und erst danach kommt irgendwie dieser Gedanke oder dieser Blick auf die Wahrheit, auf die Realität wieder zurück. Und dann siehst du erstmal, was du gemacht hast. Ne? Vor allem die Nächte können lang werden. Um 7:30 endet das bisschen Freiheit, das im Gefängnis möglich ist. Die Zellentüren werden verschlossen. Dann sind die Gefangenen für fast 12 Stunden allein auf ihrer Zelle. Hallo.
man hat sich schon damit abgefunden. Man weiß, abends dann ist zu und man weiß, vor dem nächsten Tag geht die Tür auch nicht mehr auf. So rausgehen und sowas ist gar nicht das großartig, was mir fehlt. Dieses, was mir fehlt, ist eher das, dass ich nicht mit den Leuten sein kann, mit denen ich gerne möchte. Wenn die Türen offen sind, ist das alles anders, als wenn die zu sind. Wenn man allein in seiner Zelle ist, dann überlegt man auch viel mehr. Dann kommt die Denkphase. Türen gehen zu und dann schaltet der Kopf sich erst ein, sag ich mal. Und dann, was denkst du dann? Ja, wenn ich mir die Fotos angucke, jetzt zum Beispiel von meiner Verlobten oder so, dann, dass alles besser wäre als hier drin. Ja. Aber sie steht noch zu dir? Ja, natürlich. Egal was passiert. Also, sie hat auch gesagt, egal was kommen mag. Und selbst wenn wir unter der Brücke wohnen, ist es eigentlich total egal. Sie ist und bleibt hinter mir und bei mir. Ich bin ein Gangster mit Herz und besitz auch eine Seele. Wenn Maurice und Dennis rappen, dann über Gefühle: Freundschaft, Liebe, Enttäuschungen. Sie sind die Crime Brothers. Das Video haben sie im Gefängnis gedreht. In anderen Haftanstalten sind sie sogar schon mit ihren Songs aufgetreten. Wie steht's eigentlich gerade mit der Liebe? Bei mir nix. Nix solo. So. Hast du jemanden im Auge? Jemand schon aus dem Bild hier. Was heißt im Auge? Da könnte sich was entwickeln, ja. Woher kenne ich die? Wie heißt der Club nochmal? Was für ein Club, Mann? Wie heißt der Club? Club der Frauen da, ne? JVA Fechter Frauenknast. Wir hatten einen Auftritt in der JVA Fechter für Frauen hier. Ist ja hier in der Nähe. Und ja, dann hatte sie ganz schnell Interesse an mir. Haben wir die Namen ausgetauscht. Dann hat sie mir geschrieben. Dann habe ich auch zurückgeschrieben. Und man versteht sich so, die Chemie passt und so. Das ist eine Menge. Ich habe vor der Inhaftierung mit vielen Frauen den Kontakt abgebrochen. Weil es schwierig ist. Man weiß nicht, wenn man eine feste Beziehung hat, man weiß nicht, was macht die Person draußen. So, die kann einem ja das Blaue vom Himmel erzählen und im Endeffekt ist nur gelogen. Man kann halt schwer vertrauen. Maurice und Dennis, Paul und Benny. Ihnen geht es wie den meisten hier. Keine Schulausbildung, abgebrochene Lehre. Erwachsen werden mit Verzögerung. Im Gefängnis von Fechter heißt das vor allem, sich fragen, wer bin ich und was soll aus mir werden? Ich glaube, mit Mitte 50 ist es ein ganz anderes Gefühl, weil jetzt ist man noch in der Zeit, wo man sich alles aufbaut und aufbauen sollte und wo eigentlich so die am meisten was abgeht, so, ne? Also wo man am meisten was macht, weil jetzt so Familienplanung und die Karrierephase fängt, sage ich mal, gerade richtig erst an. Und du bist hier. Und ich bin hier. Ich hätte meine Ausbildung jetzt fertig gehabt und alles wäre super gewesen draußen. Hatte ich diesen einen Fehler nicht gemacht. Ich habe klar meinen Realschulabschluss nachgeholt hier, und aber sonst habe ich ja nichts Großartiges erreicht. Außer meine Zeit hier abzusitzen und auf die Freiheit zu warten. Glauben Sie, dass das Einsperren hilft? Also Einsperren hilft auf jeden Fall der Gesellschaft, weil wenn die Menschen hier sind, die Gefangenen, dann begehen sie keine weiteren Straftaten. Wir sollen eigentlich den Vollzug so gestalten, dass er den allgemeinen Lebensbedingungen angepasst ist. Aber es geht organisatorisch nicht, dass man isst, wann man will. Das Essen wird zu bestimmten Zeiten ausgegeben. Man kann nicht einfach mal eben duschen gehen, das ist schwierig. Und das sind natürlich Widersprüche, die wir nicht auflösen können. Das Gefängnis hilft nur dem, der sich drinnen mit den starren Regeln arrangiert und draußen trotzdem ohne sie klarkommt. Paul lebt seit über 4 Jahren mit den engen Strukturen. Glücklich, das ist ein scheiß Wort irgendwie für Verhältnisse hier drin. Aber ich denke mal so, das ist gut, wie die kommen ist, weil was ich jetzt mache, das hätte ich draußen niemals gemacht.
Also wirklich eine Ausbildung durchzuziehen, meine Schule zu machen. Einfach mal mir Gedanken über mich selber zu machen, ne? Das Gefängnis kann ein Ort der Veränderung sein, an dem man endlich mal Dinge angeht und durchzieht. Paul macht einen Schweißerschein und eine Lehre zum Teilezurichter. Ja, ob das ein glücklicher Moment ist, weiß ich nicht. Aber das ist ein Moment, der mir sagt, hey, geil, ich krieg mein Leben langsam auf die Reihe. Ne? Das macht einen so ein bisschen zufrieden. Mit der Gewissheit, dass ich rauskomme und auch was in der Hand habe. Nicht einfach dastehe, nichts auf der Tasche habe und ja, finde mal einen Job oder sowas. Ne? Ich weiß, dass ich vorbereitet ins Leben starten kann. Mit einer Verzögerung von ein paar Jahren. Ja, natürlich. Das ist ein bisschen blöd. Wird doch schwierig sein, sowas zu erklären, wo man die letzten Jahre gesteckt hat. Aber ich weiß nicht. Also wenn man was finden will, ich denke mal, dann findet man auch was. Ja, ich habe schon Angst, dass ich irgendwie nicht wieder so richtig in den Alltag finde. So, dass ich irgendwie, weiß nicht, wie ich das erklären soll. Einfach nicht wieder ins Leben finde, so, dass ich keine Arbeit finde, sagen wir, keine eigene Wohnung, so total abstürze, zum Beispiel ein trinke und dann eine Straftat begehe und wieder die ganze Scheiße erleben muss hier. Natürlich irgendwo ist das schon im Hinterkopf, diese, so eine gewisse Angst. Aber ich denke, das ist normal, dass man irgendwo auch ein bisschen Angst haben muss vor der Freiheit nach so vielen Jahren dann. Eine Stunde am Tag dürfen sie in die Halle. Eine Stunde am Tag ein bisschen Normalität leben. Ausgelassen und albern sein. Sich frei fühlen. Versuchst das Beste da rauszuholen. Ne? Einfach zu lachen und die Zeit irgendwie so schnell wie möglich und so gut wie möglich und sinnvoll rumzukriegen. Und das gelingt mir eigentlich relativ gut, glaube ich zumindest. Also es ist nicht so, dass ich jeden Abend hier wie ein Embryo auf meinem Bett liege und weine, ne? Aber werdet ihr danach? Ja, manchmal, ne? Wenn du dann so einen Sommertag hast, rausguckst und dann hast du halt diese alten Erinnerungen, wie es früher mal war, wie man mit den Leuten im Park gesessen hat, gegrillt hat oder gefeiert hat oder mit der Freundin mal unterwegs war. Klar, solche Erinnerungen kommen dann, ne? Dann ist dir schon ein bisschen traurig zumute. Das Gefängnis fördert so einiges zutage. Melancholie über Vergangenes und Erkenntnis über das eigene Leben. Ja, ich war immer so ein Risikospieler ein bisschen, ne? Entweder oder. Entweder haben oder nicht haben. Das war zum Beispiel bei mir jetzt so, auch am Anfang. Ein Monat war das, da war ich 500 Euro hier in der Kreide, ne? Und seitdem habe ich auch keine Karte mehr angefasst, also um Einsätze gespielt. Man spielt um eine Cola kostet 1,50 Euro. Irgendwann ist man dann bei 20 Euro, sind schon 30 Euro. Und dann will man ja auch irgendwie wieder sich runterspielen, dann sagt man ja, okay, wir spielen um 10 Cola, dann hat man wieder 4-5 Runden hintereinander verloren, ist dann bei 80 Cola. Dann, das geht ganz schnell. Wenn es Stress gibt, dann regeln die Jungs das untereinander. Teilweise muss man hier auch seine Rechte mit Gewalt durchsetzen. Wenn mir einer was Böses will, dann muss ich das zum Beispiel auch mit Gewalt durchsetzen, wenn das mit Reden halt nicht klappt, wenn der Typ das nicht verstehen will zum Beispiel. Es kommt halt auf den Status an, was für einen Status man hier hat. Unter den Insassen so. Ist man ein höherer Angesehener unter den Leuten oder ist man komplett unten oder unten durch? Und ich glaube, es liegt nicht an mir, dass die Leute so mir nichts Böses wollen. Das liegt, glaube ich, eher an den Menschen um mich herum, mit denen ich mich umgebe. So. Weil die wissen, wenn mir was passiert, dann sind da schon ziemlich heftige Leute hier, die dann denen was tun würden. Aber wie wird man höher angesehen? Natürlich, wenn du dich mit den Leuten anlegst und zeigst, so wie ich bin das Alpha-Männchen. So, du willst mir was und dann sagen wir, haust du den einen den Schädel ein. Dann die anderen kriegen das natürlich mit und merken, okay, mit dem ist nicht zu spaßen.
in einem so strukturierten und organisierten System wie einem Gefängnis, wo alles, alle Abläufe relativ stark organisiert sind, haben die Menschen auch immer das Gefühl von Ohnmacht. Es ist kaum ein individueller Spielraum möglich. Und Gewalt ist eine Form von Machtausübung, die einfach ist und die ganz schnell dem Menschen, der sie ausübt, das Gefühl gibt, ich bin wer. Die Nächte in Vechta klingen nach Verzweiflung und Einsamkeit. Bei vielen werden die Geister der Tat frei, Aggressionen. Die Ausweglosigkeit der eigenen Situation wird spürbar. Leute fangen hier an zu schreien, Tiergeräusche zu machen und ich weiß nicht, was die Leute manchmal in ihren Zellen machen. Also schlagen einfach gegen die Türen, treten und kreischen hier rum und ist manchmal schon echt verrückt hier. Der Knast kann ja fertig machen. Also ist ja nicht so, dass wir hier unschuldig hinter ein Gitter gesperrt werden. Würde ich auch durchdrehen. Wir wissen, was wir gemacht haben und akzeptieren das einfach. Du musst das akzeptieren. Nützt ja nichts. Willst du hier liegen und dich den ganzen Tag kaputt machen? Die Gedanken, die fressen dich irgendwann auf und dann wirst du ein Wrack. Also wenn man diesen Punkt, finde ich, erkannt hat, dass man selbst schuld ist, dann ist es einfacher. Anstatt ich jetzt dagegen gehe und sage, die Schweine haben mich verurteilt und ich habe doch nichts Unrechtes getan, ich habe ihn auf die Fresse gehauen und warum verknackt ihr mich denn? So, wenn ich dann immer dagegen gehe, klar ist man unzufrieden, aber wenn man sich damit, wenn man das akzeptiert irgendwann, dann kann man damit leben. 3 Jahre hat Maurice auf diesen Moment hingearbeitet. Wegen guter Führung wird er vorzeitig entlassen. Du bleibst hier, Junge. Nicht. Ich weiß nicht, ob man das Angst nennen kann. Man hat eine gesunde Paranoia, sag ich mal, vor der Welt da draußen, wenn man hier drinnen eine ganze lange Zeit war. Wenn ich rauskomme, steht dann schon meine 4-jährige Tochter und kann schon reden, ist schon groß. So, das wird natürlich alles ein bisschen komisch für mich. Wenn ich dann erstmal draußen bin und wirklich meine Wege machen muss und merke, okay, ich muss gleich nicht wieder zurück in den Knast, sondern ich bleibe draußen. Ich glaube, so die erste Nacht, wenn die rum ist, dann fängt das ein bisschen an. Ja, ich weiß, ich hab dich enttäuscht, ich wollte nie hier landen, doch ich hab den richtigen Weg versäumt, ich träum. Heute fehlt mir das Licht, zünd eine Kerze für dich an, damit sie nie wieder erlischt. Alles Gute. Selbst wenn wir seine Entlassung hundertprozentig vorbereiten, das heißt, er hat eine Wohnung, er hat eine Arbeitsstelle, er hat einen Bewährungshelfer, wird es nicht ausschließen können, dass ein Mensch wieder Straftaten begeht. Der Mensch entscheidet sich immer wieder neu. Er entscheidet sich jeden Tag neu, wie dieser Tag verlaufen soll. Es gibt keinen Mechanismus, der diese Entscheidungsmöglichkeit des Menschen verhindert. Und das ist unsere große Freiheit als Mensch, aber auch unser großes Risiko. Ist das Gefängnis der beste Ort, den Alltag jenseits der Mauern vorzubereiten? Nach der Haftentlassung werden 50% immerhin nicht rückfällig. 50% weniger Überfälle, 50% weniger Gewalttaten, 50% weniger Opfer. Aber eben nur 50%. Es ist eine Parallelwelt. Für manchen eine weitere Station auf dem unsteten Lebensweg. Für andere die letzte Chance, das eigene Leben unter Kontrolle zu bringen. Benny wird die Zukunft ohne seine größte Stütze meistern müssen. Ohne seine Verlobte. Ich brenne, denn es fällt mir so leicht. Ich merke, ich leide, ich esse nichts zur Zeit. Denn ich habe keinen Appetit. Ich weine zu viel und bin leicht aggressiv. Momentan ist mir nicht zu helfen, denn du bist weg und ich bin nicht derselbe ich. Rufe dich nachts zum Bekannten an, um deinen Atem zu hören und weil ich um dich Angst hab. Einen Tag davor haben wir ja noch telefoniert, alles war gut. Sie hat noch gesagt, ja, ich liebe dich, bla bla bla. Und am nächsten Tag, Schluss. Sie hat mir das ja nicht mal selber gesagt. Also ich war ja immer so, wäre sie lieber hierher gekommen, hätte mir das hier vernünftig gesagt, weil ich meine, wir sind erwachsen genug, ne? Hat sie nicht gemacht.
sondern hat meine Mutter. Also ich habe so letztendlich von meiner Mutter erfahren. Ich glaube, egal was passiert, auch wenn sie jemals ankommen würde und sagen, hier, tut mir leid, ich weiß nicht, ich glaube, sowas, ich glaube, das könnte ich gar nicht verzeihen. Also das war so krass, weil wäre das draußen passiert, wo ich vielleicht nicht so abhängig gewesen wäre und nicht so hilflos, sage ich mal jetzt in diesem Sinne, dann wäre das alles vielleicht ein bisschen was anderes gewesen. Aber hier drinne und nee, schaffe ich nicht. Geh weg, ich will dich nicht mehr sehen und bleib weg, denn du fickst mein Leben. Es ist besser, wenn du nie wieder kommst, denn mich versetzt diese Liebe in Trance. Und während Tränen bei mir runterkullern, muss ich sehen, du bist gesund und munter. Ich will dir nie wieder Glauben schenken, nie, nie wieder an die Augen denken, die mein Leben durcheinander gebracht haben. Ich hab das Gefühl, ich altere hier ganz schön. Ja. Ich weiß nicht, also, es hat sich schon hier geändert. Ich bin irgendwie nicht mehr so leicht zu reizen. Ich bin viel entspannter geworden. Auch weil es hier ist ja komisch, weil hier drin ist ja eigentlich sehr stressig. So, aber ich bin viel ruhiger geworden, so hier drin. Ich habe mir auf jeden Fall gesagt, dass das die Endstation hier ist. Also weiter will ich auch nicht gehen. Ich will jetzt nicht, auch wenn ich draußen bin, weiter Scheiße bauen, weil, also wenn man hier ist, das ist kein Leben für mich. Es gibt ja Menschen, die gewöhnen sich hier dran, aber nee, das ist nicht meine Welt. Das Gefängnis soll junge Menschen wieder in die Gesellschaft eingliedern, sie motivieren, Perspektiven schaffen. Eine komplexe Aufgabe. Paul ist inzwischen in einer anderen Abteilung. Tägliche Therapiestunden, selber kochen, mehr Eigenverantwortung. Der erste Schritt in ein freies Leben. Ja, ich denke schon, klar, habe ich meine dunkle Seite irgendwo. Aber ich lerne, sie in Verborgenen zu halten. Ja. Das ist das Beste, was ich machen kann. Mich nicht über jeden Scheiß aufregen. Einfach mal relaxed ein paar Sachen entgegensehen. Dass halt nicht so was passiert, warum ich hier bin. Ne? Ja, ich denke mal, da hilft mir auch diese Therapie hier so ein bisschen. Hoffe ich zumindest, ne? Dass sie mir zeigt, dass es auch andere Mittel und Wege gibt, irgendwelche Sachen zu klären. Nicht immer direkt gleich auszurasten und Gewalt anzuwenden. Ja. Mach ich ja nicht mehr. Und hier drin sind andere Situationen als draußen. Draußen ist die Verlockung immer sehr groß, irgendwie Scheiße zu bauen, rückfällig zu werden oder sowas. Ne? Aber ich denke mal, mit meinem Wissen heute wird das alles ein bisschen anders laufen.